like a rocket fucking. It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry Grandpa, up! Grandpa, you're too slow! Yeah.
I want to hear another story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be. But it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down, like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Also das nenne ich nochmal ein Intro. Wir sind übrigens im Prolog, York und Zack. Ich bin sicher, ihr seid genauso verwirrt wie ich und auch wie der gute Francis York Morgan hier. So heißt der gute Mann nämlich, das weiß ich zufällig. Ja, wir starten hier jetzt mit einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play, das von euch auch schon mehrfach gewünscht worden ist. Und weil ich auch sehr großes Interesse an diesem Spiel hatte, Gott, ist das nervig, was die Kleinen da für Geräusche machen. Weil ich auch großes Interesse an diesem Spiel habe und das unbedingt spielen wollte, habe ich gedacht, die Zeit ist gekommen, jetzt ist es soweit. Wir spielen Deadly Premonition und zwar in der Director's Cut Version. Ich wollte das Ganze ursprünglich auf dem PC spielen. Da war die Performance aber so unglaublich grottenschlecht, also es hat nur geruckelt und hat überhaupt nicht funktioniert, absolut instabil. Ich habe es relativ schnell abgebrochen und starte das Ganze jetzt hier auf der PS3 nochmal. Ja, ich habe das ganze Ding tatsächlich doppelt. Ich hatte ursprünglich mir damals die PS3-Version gekauft für das Let's Play und habe dann aus einer spontanen Laune heraus das Ganze über Steam auch nochmal gekauft, weil ich gedacht habe, oh hier PC. Kann man so ein bisschen mehr aus der Engine noch ausholen, so ein bisschen Grafik aufboosten.
Das geht übrigens nicht. Also ich habe bei der PC-Option sowieso keine Möglichkeit gefunden, die Grafikeinstellungen irgendwie zu ändern. Von daher verpassen wir da, glaube ich, gar nichts. Und die PlayStation-Version soll wesentlich stabiler laufen als die PC-Version. Die stabilste Version von allen ist wohl die für die Xbox 360, aber die steht so ein bisschen außer Frage. Deswegen müssen wir uns mit der PS3-Version begnügen. Die Engine ist teilweise wohl ein bisschen hakelig, aber es wird sich wohl im Großen und Ganzen wird es wohl spielbar sein. Also es sieht zumindest so aus, ja, man merkt, so ein bisschen hakelig ist es schon, wenn ich hier nach links und rechts gehe. Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, was hier los ist. Ich kenne so in Ansätzen die Prämisse dieses Spiels und weiß, dass das wohl ganz, ganz, ganz schwer inspiriert worden ist von Twin Peaks, falls euch das was sagt. Also erwartet hier jede Menge skurrile Charaktere, Mysterien und teilweise auch einfach nur Exzentrik der Sonderklasse. Ich freue mich schon tierisch. Und ja, wir haben schon gesehen da am Anfang, wie die beiden hier, die jetzt hier auf ihren Stühlen sitzen und miteinander tuscheln, die beiden kleinen Kinder, die aus irgendeinem Grund jetzt ein blauer und ein grüner Engel sind. Ja, ich weiß auch nicht warum. Das ist der Twin Peaks-Charme, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, die haben im Wald eine Tote gefunden. Und was genau es damit auf hat, das werden wir alles noch relativ zügig erfahren. Ich habe so die... Ja, so den Anfang habe ich angespielt bis in... Was war es? Kapitel 1 oder Kapitel 2? Also ich weiß schon so ein ganz kleines bisschen, was hier kommt. Aber ich will dem Ganzen jetzt nicht vorgreifen. Wir sind hier in... einem seltsamen Raum. Ich glaube, das ist in unserem Kopf. Dieser Ort existiert nicht wirklich, sondern existiert quasi nur in unserem Kopf, in unserer Vorstellung. Ist, glaube ich, auch das Menü später im Spiel, wenn ich mich recht erinnere. So, wir observieren einfach mal. Eine seltsame Uhr tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit stehe still. Ja, ja, eindeutig. Definitiv steht hier die Zeit still mit dem ganzen Laub, das hier durch die Gegend fliegt und so. Und den Kindern, die sich bewegen und miteinander tuscheln. Also ich habe auch sofort den Eindruck, dass die Zeit hier still steht. Ja, es ist so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, es ist ein älteres Spiel. Es ist schon ein bisschen älter, also es ist nicht top aktuell. Ja, die Engine ist so ein bisschen altbacken. Stört euch bitte nicht daran. Soweit ich das mitgekriegt habe, ist das Spiel auf jeden Fall wert. Was haben wir hier? Eine Puppe, die wie ein dicker Mann aussieht. Auf dem Schild steht Bundesstaat Washington. Das können wir auch nicht mehr untersuchen. Hier sind so ein paar Mannequins. Da gibt es unsere erste Sammelkarte. Francis York Morgan. Die Sammelkarte füge ich einfach meiner Sammlung hinzu. Zack, da ist er schon, der gute Mann. Und da kriegen wir gleich erstmal Geld für. Ich möchte versuchen, so nah wie möglich an 100% zu kommen, wie ich kann. Das heißt, früher oder später werde ich dann wohl mal nachgucken müssen, wie man diverse Sidequests triggert und wann wir die am besten machen. Also werde ich wohl in der Hinsicht so ein bisschen gespoilert werden. Hier ist ein Fernseher. Ein weißer Bildschirm. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Da hat er recht. Es ist Zeit anzufangen. Wir legen los. Zack. Zack. Can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Sicher? Good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Es ist ziemlich cool, der Francis York Morgan, also der Ermittler hier, der redet nämlich tatsächlich mit uns als Spieler. Wir sind Zack, wenn ich das richtig verstanden habe. Sure, that's one way of looking at it.
but it's totally wrong. Was? Nein, es ist nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Jack, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women, they're crazy. Don't you agree, Zach? Da sage ich mal gar nichts zu. Will mich ja nicht unbeliebt machen bei potenziellen weiblichen Zuschauern. Ja klar, als ob ich sowas hätte. Perfekt eingeparkt. Hat er sich die gerade in die Tasche gesteckt? Die brennende Zigarette? Zack, there goes the civilized world. Das große Bowie-Messer, das sieht ja sehr interessant aus. Ich mag vor allem diese Fratzen da unten rechts. Das ist, es wird übrigens geladen. Und gespeichert wird auch. Zack. Oh nein, jetzt seht ihr ja gleich, wann ich das spiele. Das ist ja furchtbar. Sowas behalte ich doch lieber für mich. Okay, also wir haben eine Taschenlampe, die können wir ein- und ausschalten. Das ändert im Großen und Ganzen gerade gar nichts. Und jetzt sind wir im eigentlichen Spiel angekommen. Das heißt, das eigentliche Spiel ist tatsächlich in zwei separate Abschnitte unterteilt. Gut, die überlappen sich teilweise wohl, aber man kann wirklich von zwei separaten Teilen sprechen. Das hier ist der sogenannte Action-Teil, oder ich nenne den Action-Teil, wo wir mit unserer Waffe hantieren, wo wir einen Lebensbalken haben und lauter so ein Zeugs. Das kann man auch daran sehen, dass der Himmel so seltsam aussieht. Was genau es damit aufhat, kann ich euch nicht sagen, aber das ist ein guter Hinweis auf bestimmte Dinge, die hier demnächst passieren werden. Die ich aber eigentlich noch nicht vorwegnehmen möchte, abgesehen von dem, was ich bisher gesagt habe. Auf jeden Fall gibt es aber auch den investigativen Teil, da werden wir dann später noch zukommen, wenn wir hier in der Stadt rumfahren können, uns da frei bewegen können, Zeugen befragen können, unsere Ermittlungen, unsere Untersuchungen voranbringen, Nebenaufgaben erfüllen. Es ist ein wunderschöner Open-World-Krimi, kann man fast sagen.
Angelehnt an Twin Peaks und einfach nur ziemlich geil. Also wie gesagt, ich habe es... Es ist schon eine Weile her, dass ich das angespielt habe. Damals war es... Das war allerdings nicht der Director's Cut, das war die ganz normale Version. Da hatte ich mal ein, zwei Kapitel von gespielt. Und hat damals dann schon gedacht, yo, das ist was. Und jetzt mit dem Director's Cut hier greife ich einfach mal... greife ich mal zu, genau. Schlage ich zu und mache ein Let's Play draus. Zack, im Licht ist ein Pfad zu sehen. Ich bin lange keinem Pfad mehr gefolgt. Ui. Ich folge gerne Pfaden. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hingehe. Ach, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Also normalerweise halte ich ja während Zwischensequenzen wirklich meine Klappe und kommentiere eigentlich nicht das, was da geschieht, sondern sage eher hinterher, was ich darüber denke. Kann sein, dass das hier in Deadly Premonition ein bisschen anders läuft. Schon allein aufgrund der Prämisse, dass der gute Francis oder York... Ich glaube, er wird am liebsten York genannt. Francis York Morgan. Dass der halt tatsächlich mit uns spricht. Wir sind ja Zack, also wenn ich das richtig verstanden habe. Wir sind Zack, wir sind in seinem Kopf, wir unterstützen ihn, wir stehen ihm bei den Ermittlungen bei und dann muss ich natürlich mein Schärflein hier dazu geben. So, diese Agentenauszeichnung können wir einsammeln, die geben uns auch Geld. Hier ist ein Stahlrohr. Rostiges Rohr, Reichweite groß, Tempo normal. Stärke normal, Haltbarkeit gering. Wir nehmen es trotzdem mit. Denn wir werden relativ bald eine Waffe brauchen. Muss ich erstmal gucken. Sehen wir uns um. Hier ist ein Kasten mit meinen Sachen. In dem Kasten selber dürfte nichts drin sein. Nein. Aber ich würde ganz gerne eine Waffe ausrüsten. Ich muss gerade mal gucken, wie das geht. Ne, hier das Menü, das ist eindeutig der Raum, in dem wir vorhin waren. Objekte. Waffen. Standardschusswaffe des FBI. Fast 15 plus 1 Kugelangriff normal. Ich glaube, für diese 9mm FBI-Waffe haben wir tatsächlich sogar unbegrenzt Munition. Was ein bisschen die Frage aufwirft, warum wir mit den Nahkampfwaffen kämpfen sollten. Ich fange einfach mal... mit der Schusswaffe an. Ja, das andere hier, das gucken wir uns später dann an, was wir da noch so in den Menüs haben. 16 Schuss, ja, da stand ja 15 und eine im Lauf. Und uns hat natürlich nicht gezeigt, wie man angreift. So. Bam, 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 bam. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das eventuell mit einer Nahkampfwaffe schneller ginge. Ich glaube, irgendwie können wir auch laufen. Ich muss gerade mal... Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Ich höre etwas. Looks like we're being welcomed. Zack, I'll let you handle the meet and greet. Ja, ist gut, mach ich. Mir ist schon aufgefallen, die Übersetzung, die Untertitel, die sind teilweise so ein bisschen grenzwertig. Wir hören jetzt in der Ferne, hören wir einen Wolf oder einen Hund oder irgend sowas. Und wir sehen schon da unten links, wir müssen jetzt drei Schlüsselgegenstände sammeln. Oder drei Schlüsselhinweise tatsächlich, um unser Profiling abzuschließen. Daraus können wir dann immer Hinweise ziehen, was denn jetzt an diesem Ort passiert ist. Ich sehe in dem Nebel kaum was. Der Pfad könnte blockiert sein. Vermeiden wir jedes Risiko. Da können wir nicht lang an den Stellen, die von diesem roten Nebel blockiert sind. Wie war denn laufen? Mr. Francis York Morgan. Ah, laufen, ich laufe. Wir bleiben mal bei der Schusswaffe.
Und ihr seht, wir haben auch eine Ausdauerleiste, die ist da oben unter unserer Lebensenergie. Und die steigt natürlich mit der Zeit. Alter. Das klingt, als ob hier irgendjemand auf diesen Hund einschlägt. Lassie, ich komme! Ich komme? Nein! Der arme Hund. Was war das? Ja, also bis jetzt, von dem, was ich bisher so gesehen habe, sind diese Action-Sequenzen so ein bisschen separat vom Rest der Story. Ich habe noch keine Ahnung, inwiefern genau die tatsächlich was mit der Geschichte zu tun haben, was die Verbindung ist. Das wirkt so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Das friedliche Picknick können wir vergessen. Zack, bleib auf der Hut. Bin ich doch immer. Obwohl ich gar keinen Hut habe. Aber ich habe eine Mütze. Soll ich die holen? Ja, also ich vermute ganz stark, dass wir uns hier... Ja, Twin Peaks ist ja sowieso so ein bisschen Mystery und sonst was. So in Richtung Akte X und sowas, ne? David Lynch. Ihr wisst schon. Und da vorne ist jemand. Miss! Warten Sie! Ich habe eine Frage! Miss? Was sind denn das für Geräusche? Eine Dose mit Eingemachtem. Ui. Eingemachtes aus der Dose stillt den Hunger ein wenig. Ja, wir haben nämlich eine Hunger- und... eine Müdigkeitsleiste auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir Schlaf auch noch... Trinken auch noch haben, eine Leiste. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Hier können wir observieren. Hier scheint niemand zu leben. Und wir kriegen halt keine Wilden, die uns begrüßen. Wir kriegen halt für jeden Scheiß... kriegen wir irgendwie Geld. Hier hängt eine Schaufel an der Wand. Resident Evil lässt grüßen. Das Stromnetz wird wohl von dieser Hütte aus kontrolliert. Hier könnte ein Generator sein. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Spiel angeht, weil diese Action-Sequenzen, die gefallen mir gar nicht so gut. Aber der Rest ist halt einfach Hammer. Eine Kontrolltafel für das Stromnetz. Das könnte uns vielleicht genug Strom liefern. Ich mag ja so diese skurrilen Sachen, diese exzentrischen Charaktere und all sowas. Und ich bin echt gespannt, wie sich diese Geschichte entwickelt. Ach ja, wenn ich mich recht erinnere, ist das jetzt auf Zeit. Da müssen wir jetzt schnell hinkommen. Aber jemand hat etwas dagegen. Guten Abend, Miss. Wie geht's? Ui, das sollten wir untersuchen lassen. Sowas von creepy, einfach nur. Da kommt es auf uns zu. Jörg, schieß doch! Geheimnisvoller Schatten. Unser erster Hinweis. Ja, ich... Und... Ah, sie kommt! So. Aber es war, glaube ich, nicht die einzige. Ich höre auf jeden Fall noch eine. So, die hat was gedroppt, aber da ist noch eine. Ich meine, es sind drei. Oder noch einer. So, was haben wir hier? Ein Verbandskasten. Okay.
Ja, wir werden hier so ein bisschen reingeschmissen. Ohne dass wir so wirklich wissen, was hier eigentlich los ist. Und der Francis York Morgan hier, oder ich werde ihn jetzt einfach York nennen. Der, warum nenne ich ihn York? Ich meine, er will York genannt werden und das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Der zuckt nicht mal mit der Wimper hier. Bei diesen komischen Dämonengeisterviechern. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Das heißt, es ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das erste Mal, dass er die trifft.